Hallo und herzlich willkommen zur 8. Folge von Auf den Spuren Harry Potters. Ja, ich habe mich hier gerade mal oben hingestellt, um mal zu zeigen, was so in der letzten Folge passiert ist. Wir haben jetzt hier den vollständigen Kreis vom Turm. Der Turm sieht ganz okay aus, meiner Meinung nach, finde ich. Ist jetzt nicht perfekt rund, aber ich glaube, es hat ganz gut funktioniert hier. Und ja. Ich gehe mal kurz runter. Warte mal, wir machen mal einen kleinen Test. Schaffe ich es da vorne auf das andere Gerüst? Wow. Das hatte ich nicht erwartet. So, holen wir mal noch ein paar Steine. Wir haben ja noch ein paar. Zack. Haben wir mittlerweile noch, ja, noch mal ein Stack. Super. Nochmal schön ein Stack herstellen. So, dann bauen wir mal hier weiter hoch. Zack, zack, zack. Das wird auf jeden Fall noch viel Arbeit, dieser Turm hier. Ich falle hier die ganze Zeit runter. Und diese Bäume werden auch noch viel Arbeit. Ah, super. Das war's dann noch mit der Spitzhacke. Habe ich noch eine? Nein, natürlich nicht. Wieso sollte ich auch eine hier haben mitten beim Bauen? Das bringt doch eh gar nichts. Zack, zack, zack. So, zack. Zack. Ups. Gut, dass ich vorhin noch einen Stack hergestellt habe. Kann ich jetzt schön verarbeiten. So. Zack. Zack. Und gleich haben wir es. Und hier wird dann der Durchgang kommen. Das heißt, das lasse ich mal noch auf der Höhe. Würde ich sagen. Hier kommt das dann irgendwie drüber. Zack, das kann ich mal eben hier ausfüllen. Oh, super. Ich brauche mal eine neue Spitzhacke. Super. Ich falle hier gerade überall runter, ne? Super. Das ist doch perfekt. Eigentlich, ich kann auch nicht mehr sprinten. Ja. Besser geht's auf jeden Fall nicht. Aber das Gute ist, mittlerweile ist hier die Wiese gewachsen. Gut, da kommt zwischendurch Schaf und grasen das ein bisschen ab, aber das können sie ja ruhig tun. Autsch. Spitzhacke. Erde kommt hier rein. Axt. Erde kommt hier rein. Stein. Rein. Stein. Rein. Stein. Und ich muss einmal kurz Fallschaden bekommen. Das war ganz, ganz ouch viel. Ich muss einfach nur diesen Turm hier ein paar Meter hoch. Oh nein, ich bin abgestürzt. Ja. Und jetzt muss ich hier 1, 2. Noch etliche Stacks hocharbeiten. Wow, wenn zwei reingearbeitet werden, dann kommen bestimmt zwei Stacks weg. Super. Das läuft ja gut.
Vielleicht brauche ich die Axt, die Hacke noch. Zack. Ne, die Spitzhacke. Gott. Ist hier mit den Namen wirklich nicht mehr so. Zweieinhalb Stacks hier drin verbaut. Und das nächste. Also ungefähr werden hier so verarbeitet. Ja, drei Stacks. Pro zwei rein. Super. Und ich fahre wieder runter. Muss das immer passieren? Hier muss ich hoch. Hier komme ich nicht hoch. Super. Ach schön, wie er da immer unten hockt. Müssen noch irgendwann in den Never, schätze ich. So, hier hoch. Hier hoch. Achso, und ich habe am Ende der letzten Folge, wo ich sie dann beendet habe, noch eine Hexe gekillt, weswegen wir jetzt ein bisschen Glowstone haben. Ja. Gemälde. Davon wollte ich eigentlich ziemlich viele machen. Naja, mal schauen. Ich wollte jetzt auf jeden Fall erstmal das von der Hexe, das Zeug da rein tun. Das kann ich erstmal hier wieder rein tun. Das Zeug von der Hexe, zack. Dann kommt das hier noch da rein. Und jetzt brauche ich Treppen. Denn jetzt baue ich mal eben kurz am Dach weiter. Dass wir das dann schon mal fertig haben. Oh, super. Direkt wieder runtergefallen. Und wieder hoch. Oh, so. Und rüber. Und super. Ach, komm. Das Dach ist 0, nix. Fertig. So. Das war doch schon mal gar nicht so schwer. Hier sind mittlerweile auch viele Bäume weg, weswegen wir das hier auch schon mal weitermachen können. Und abbauen. Zack. Und der Baum ist auch weg. Zack. Und jetzt schaue ich mal kurz, was das war.
meine ich noch zu klein, also baue ich hier noch ein bisschen dran. Obwohl, nee, war richtig. War doch so, wie ich es wollte. Ich hatte mich ja dann doch nochmal umentschieden. Zack. Und weiter geht's. Zack. So, genau. Jetzt wird hier noch eine Linie gezogen. Ein Stack habe ich davon noch. Wir werden bestimmt noch zwei, drei Stacks brauchen. Oh, da vorne ist ein Meer. Super. Ja, jetzt kommt hier schon mal eine Reihe dran. Und hier auch so ein bisschen. Genau, das war's. Und jetzt muss ich hier wieder hoch. Hier vorne das Stück noch beenden. Haus wird dann hier vorne auch nochmal interessant. Autsch. Nee, super. Läuft alles bestens. Oh, wäre ich jetzt schon wieder hier runtergefallen. Zack, zack. Auch keine Treppen mehr, super. Yep, und 40 Treppen, die werden wohl reichen. Autsch, steht das Geräusch. Hier habe ich übrigens auch noch einen Weg gemacht. Einfach damit es ein bisschen besser aussieht. Kommt eh irgendwann weg, aber fürs Erste jetzt einfach mal. So, und zack. Aber ich finde, wir haben schon ein gutes Stück bei dem Ganzen hier geschafft. Und wir werden dann mit der Front anfangen. Ich muss nur noch hier irgendwo Platz finden, wo ich die Treppen. Da. Das kommt da rein. Alles, was wir nicht brauchen, kommt erstmal jetzt da rein. Oh, scheiße. Stimmt, hier sind noch die beiden Schilder von da. Das liebe Grüße der Minecraft-Gott, das ist mein Gemälde hier. Das kann auch erstmal nach oben. Da wird noch eine Menge Stein ins Inventar gepackt. Zack. Und ein Stack Gerüste noch, weil zwei Stacks haben wir schon verbraten, jetzt wird dann das dritte verbraten. Die anderen brauchen wir hier noch. So, dafür werde ich jetzt aber erstmal hier ein bisschen Wald abholzen müssen. Skelett. Boom. Nett von dir. Au. Nicht du auch noch. Ach
Achso, ich will es nochmal sagen, falls ich das noch nicht gesagt habe. Die Monster-Schwierigkeit ist nur auf einfach. Weil wir hier ja auch noch es schaffen wollen. Irgendwie. Ich dachte, Spinnen greifen am Tag nicht an. Wie kann ich von einer Spinne erschlagen werden, wenn er gefressen? Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Ach komm. Lass mich in Ruhe. Wieso schweben diese ganzen Bäume eigentlich in der Luft? Zack. Noch höher. Ja. Weiter. Hier wird noch so viel Baum abgeholzt werden. Naja. Muss halt passieren. Weil wir sonst hier keinen Platz haben. Und da wird irgendwann dann noch ein Meer geschlossen werden müssen. Ich weiß nicht, ob das ein richtiger Satz war. Wie hoch sind denn die Bäume hier? Das regt mich wirklich auf. Ich bin froh, dass wir diese Gerüste haben. So, ich glaube, an Baum reicht das erstmal. Jetzt muss ich noch ein bisschen Erde holen. Für ernsthaft versuchen, Erde zu craften. Was war das denn? Zack. Kann ich schlafen? Super. Wo hatte ich Erde hingezogen? Hier habe ich noch einen Stack. Da habe ich nichts mehr. Hier habe ich. Das kann wieder hoch. Das brauche ich. Jetzt kann ich auch schlafen. So. Gut, dass ich trotzdem immer schlafen kann, obwohl hier Monster in der Nähe sind eigentlich. Aber es ist wahrscheinlich nur ein bestimmter Radius, sonst wäre das ja fast unmöglich. Oh. Das sehe ich jetzt erst. Den. Obwohl, habe ich glaube ich schon mal gesehen. Habe ich aber wieder vergessen. Och, oh, den müssen wir abholzen. Irgendwann. So, Erde. Ich muss mich echt konzentrieren hier, damit ich mich nicht verbaue. Super. Das kann abstürzen. Ach komm. Ich muss das unbedingt darunter beleuchten. Guter Wolf. Irgendwann werden wir wahrscheinlich auch die Zombies ausstellen, schätze ich mal. Aber jetzt erstmal für den Anfang, also die Monster grundsätzlich ausstellen, erstmal für den Anfang. Damit wir ein bisschen Schwierigkeit hier drin haben, ist das eigentlich ganz gut, schätze ich. Wie viele Zombies und alles hier drunter sind irgendwo in der Höhle. Und der erste Stack ist verbraten. Und wieder Gerüste. Noch einmal. So, was waren da über mir? Ach, ein Baum, wie super.
Ach komm! Jetzt aber. Zack. Vier hiervon noch. Und der Stack noch. Zack. Und weiter. Gleich haben wir dann die Fläche auch schon. Keine Erde mehr. Na toll. Ich hole mal kurz Erde. So viel brauchen wir ja nicht mehr. Ich schätze, 11 wird reichen. Ja, oben, jetzt hier durch. Ja, 12 wird auf jeden Fall reichen. Obwohl, könnte knapp werden. Zack. Und ich muss noch mal Erde holen. 12 wird auf jeden Fall reichen. Wie viele brauche ich denn überhaupt noch? 1, 2, 3, 7. 7 Stück, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ich kann schon nicht mehr sprinten. Ist super. Ich muss unbedingt irgendwo höher hin. Da vorne. Hier. Dann baue ich auch noch eben das Feld zu Ende. Mache noch eben einen kleinen Entwurf der Tür, des Tors und dann war es das mit der Folge. Autsch. Ich frage mich, wie das wäre, so eine Minecraft-Figur zu sein, wie die jetzt hier, die ununterbrochenen Fallschaden erleiden muss. Egal. Komischer Gedanke. Ja, ich muss noch mal kurz das eine bestimmte Material hier holen. Ups. Nochmal zwei Stacks. Weil der ganze Eingang fehlt auch noch. Und dann brauchen wir Sandstein. Dann, ich glaube auch, in der nächsten Folge wird uns der Minecraft-Gott nochmal behilflich sein. Schätze ich. Hoffe ich. Also, Minecraft-Gott, ich bete dich wieder an. Es wird sonst zu wenig sein. Tun. Ich wäre fast runtergefallen. Das war dumm. Egal. Helf uns auf jeden Fall bitte. Also ich glaube, noch dümmer kannst du in diesem Projekt nicht werden. Egal. Jetzt muss ich noch einmal eine kleine Runde drehen. Hier hoch. Abbauen. Okay, das wird noch einige Stacks hiervon auch brauchen. Und
in die Höhe. 4 hoch. 2, 3, 4. Dann so. Genau, das ist das Eingangstor. Sieht eigentlich ganz gut aus. Und die Wand, ja, das wird noch viel Arbeit. Ich habe da aber noch schon so ein paar Ideen. Das machen wir aber alles in der nächsten Folge. Ich bringe das mal alles auf eine Höhe jetzt. Okay, eine Höhe noch höher. Nächster Stack, zack. Boah, diese Steine gehen wirklich weg wie Butter. Und dann gehen wir mal auf unseren Aussichtsturm und schauen, was wir in dieser Folge so geschafft haben. So. In dieser Folge haben wir den Turm etwas höher gebaut, haben die erste Hälfte des Dachs da fertig und das Tor angefangen. Das lässt sich sehen, finde ich. Gut, dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Lasst ein Abo da, ein Like da, aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Schaut bei meinem Shop vorbei, bei meinem Instagram, bei meinem TikTok. Ciao, bis zum nächsten Mal.